Auf deutschen Straßen wird der Terror der Hamas in Israel gefeiert und die deutschen Regierungsfraktionen wollen Antisemiten die Einbürgerung erleichtern. Ich bin Stefan Thome, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Mitglied im Innenausschuss. Und was es mit diesen Mythen auf sich hat, klären wir jetzt bei Debunk. Mythos Nummer 1. Jetzt kommt die Turbo-Einbürgerung. Die Turbo-Einbürgerung kann ja gar schon nach 3 Jahren erfolgen und das ist völlig unnötig. Keinerlei Bereitschaft besteht, von ihrer Idee der Turbo-Einbürgerung wegzukommen. Ich bin gespannt, wie groß die Kraft der FDP bei der Verhinderung der Turbo-Einbürgerung. Das kann die CDU-CSU-Fraktion so oft behaupten, wie sie will. Es ist und bleibt einfach falsch. Von Turbo-Einbürgerung kann keine Rede sein. Erstens ist sie eine Verkürzung von 8 auf 5 Jahre noch kein Turbo. Ist es eher der Standard dessen, was andere Einwanderungsländer auch kennen, wie die USA, wie Kanada. Auch die Hälfte aller EU-Länder hat eine Wartefrist von 5 Jahren. Es gibt zwar auch Länder wie Polen, Spanien, Italien mit längerer Wartefrist, aber die kennen auch viele, viele Ausnahmen. Und zweitens verstehen wir als FDP-Fraktion die Einbürgerung als Anerkennung und Belohnung für eine besonders gute Integration in wirtschaftlicher, in rechtlicher und sprachlicher Hinsicht. Denn anders als die Unionsfraktion interessiert uns nicht, wo jemand herkommt, sondern wo jemand hin will. Und drittens fehlen bei uns überall im Land Arbeitskräfte, im Handel, im Handwerk und an anderen Stellen. Wenn wir attraktiver werden wollen als Einwanderungsland für Arbeitskräfte, dann müssen wir auch attraktive Bedingungen für die Einbürgerung schaffen. Trotzdem gelten jetzt strengere Regeln für die Einbürgerung. Es gilt schneller, aber strenger. Mythos Nummer 2. Wir verramschen den deutschen Pass an jeden, auch an Bezieher von Sozialleistungen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Bislang kann jeder nach 8 Jahren Deutscher werden, wenn er nur erlaubtermaßen im Lande lebt. Künftig wird es so sein, dass niemand, der von Sozialleistungen lebt, Deutscher werden kann. Er muss seinen Lebensunterhalt für sich und seine Familie selbst sichern können. Für die FDP-Fraktion ist die Einbürgerung die Anerkennung einer Lebensleistung. Wer sich anstrengt, fleißig ist, es zu etwas bringt, der soll als Anerkennung auch den deutschen Pass bekommen können. Mythos Nummer 3. Straftäter und Antisemiten werden jetzt sogar noch schneller eingebürgert. Das ist für uns ein ganz zentraler Punkt, gerade weil wir jetzt so viele verabscheuenswürdige antisemitische Demonstrationen auf deutschen Straßen erlebt haben. Bislang war das kein Ausschlusskriterium. Auch wer Antisemit ist oder Straftaten beging, konnte bisher nach 8 Jahren Deutscher werden. Damit muss jetzt Schluss sein. Wir werden genauer prüfen, wer Straftaten vor allem mit antisemitischem Hintergrund begangen hat. Es wird eine Vorprüfung stattfinden. Antisemiten werden künftig nicht mehr Deutsche werden können. Künftig müssen beispielsweise Einbürgerungsbehörden prüfen, ob eine Bagatelltat wie eine Beleidigung antisemitisch motiviert war oder nicht. Das geschieht bislang nicht. Als Fazit ist für uns klar, wer sich straffrei verhält, wer für seinen Lebensunterhalt selbst sorgt, fleißig ist und arbeitet, der soll schneller Deutscher werden können. Bei wem das nicht der Fall ist, der kann den deutschen Pass nicht erhalten. Wenn dir dieses Debunked gefallen hat, dann schau auch die anderen Folgen von Debunked an, lass ein Like da oder abonniere unseren Kanal.